Der Paul und ich, wir gehen gleich in den Bildungsausschuss. Das ist hier der Ausschuss, der sich mit den Fragen Schule, Oberstufenzentren, aber auch Jugend und Familie befasst. Und wir müssen gleich da wahrscheinlich 10 Stunden sitzen, ungelogen 10 Stunden, um die Änderungsanträge zum Haushalt zu besprechen. Paul, was sind unsere Kernänderungswünsche? Was wollen wir besser und anders machen, als der Senat uns vorgelegt hat? Ja, Maren, wir wollen die Brennpunktzulage, die Lehrer bekommen, aus dem Haushalt rausnehmen. Diese ist unwirksam als Werkzeug, Lehrer zu motivieren, an Brennpunktschulen zu arbeiten. Und wir haben die Idee gehabt, dann doch lieber Schulsozialarbeiter mehr an den Schulen einzusetzen. Und wir sind insgesamt auf knapp 200 gekommen, die wir jetzt im nächsten Doppelhaushalt einplanen können mit dem gesparten Geld. Zum einen an den Oberstufenzentren. Ja, und von mir natürlich. Das ist bisher total vernachlässigt. Und an den ISSen vor allem. Und Verwaltungsleiter wollen wir in die Schulen schicken. Wir wollen die Lehrer entlasten von der Arbeit Verwaltung und auch die Arbeit auf pädagogischer Ebene, was nicht mit Lehren zu tun hat. Und wollen ihnen den Raum dafür geben, die Kinder wieder mehr zu bilden. Und ich denke, das ist ein guter Ansatz, den wir da haben. Genau. Und ein Herzenswunsch ist noch von mir drin, Ausbildungsbotschafterinnen und Botschafter in die Schulen zu schicken, damit wir für die duale Ausbildung werben können, anhand junger Azubis, die Schülerinnen und Schüler motivieren können.